Talk About It, der Hackerschool Podcast. Wir sprechen mit Menschen, die uns durch ihren Weg in die digitale Zukunft begeistern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hackerschool Podcast Talk About It. Bei mir ist heute Henrik Kobus aus dem Vorstand der Tech Labs. Henrik, schön, dass du heute da bist. Ja, schön, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ihr habt euch ja zum Ziel gesetzt, digitale Bildung auch mit kostenfrei anzubieten. Was machst du denn beruflich, mal so für Nicht-ITlerinnen erklärt, um dieses Ziel zu erreichen? Also ich würde da mal direkt auf das, was ich bei Tech Labs mache, eingehen. Ich glaube, da die erste Besonderheit eigentlich bei Tech Labs, dass wir das eben alle nicht beruflich machen. Was ich nebenbei beruflich mache, ist nochmal Unternehmen dabei zu beraten, wie man bestimmte Dinge eben mit Technologie automatisieren kann. Was ich bei Tech Labs mache oder was wir bei Tech Labs machen, ist eben Bildung anzubieten, verschiedene Bildungsprogramme. Ich bin da im Vorstand dafür verantwortlich, das Ganze zu skalieren und wie wir das eben nicht nur an einem Standort hinkriegen, sondern eben diesen freiwilligen Verein, diese NGO auch global skalieren zu können. Global gleich. Wie viele Standorte habt ihr jetzt in Deutschland? In Deutschland sind wir gerade bei 7 oder 8, bin ich gerade gar nicht sicher. In Europa sind wir bei 14, haben es jetzt auch erstmal in Europa gehalten, weil wir gemerkt haben, es ist einfacher erstmal halbwegs sich zu fokussieren auf einen Bereich. Der nächste Schritt ist aber jetzt auch eben ganz klar, wenn wir sagen, wir wollen Bildung kostenlos für alle erreichbar machen, dann bedeutet alle eben nicht nur Europa und eine vielleicht eher privilegiertere Welt, sondern eben auch ein Bereich in der Welt, wo das Thema noch nicht so stark ist, wo es aber auch sehr stark benötigt wird. Warum bist du denn in den Tech-Bereich gegangen? Was reizt dich da dran? Als ich die Frage vorher auch schon gesehen habe, musste ich ein bisschen lachen. Ich glaube, bei mir ist es die Faulheit. Ich habe viele repetitive Dinge getan, wo ich mir dann dachte, ich weiß, dass es auch anders geht und dass ich das gar nicht machen muss. Ich weiß nur noch nicht, wie. Und habe dann eben angefangen, mal zu gucken, wie funktioniert das eigentlich. Und als ich dann gemerkt habe, ich finde noch nicht so richtig die Lösung dazu, ich meine, da gibt es ja sehr viel online, was man so machen kann, habe ich dann so immer weiter geguckt. Und tatsächlich bin ich auch selber über Tech Labs da rangekommen. Also wie lerne ich eigentlich das Ganze dazu? Hat mir dieser Community-Gedanke, den wir bei Tech Labs auch sehr stark verfolgen, unfassbar doll geholfen. Magst du vielleicht einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Tech Labs vielleicht noch nicht kennen, mal detaillierter erzählen, was ihr eigentlich macht? Klar, sehr, sehr gerne. Also was wir Tech Labs machen, ist, wie gesagt, zum einen, oder der Kern ist, wir wollen digitale Bildung verteilen. Man merkt einfach, dass, oder die so disruptiv wie die Welt heutzutage ist, sind einfach Institutionen wie Schule, Universitäten, ich meine, du kennst das ja selber mit der Hackerschool, verfolgte da einen sehr ähnlichen Ansatz, noch nicht so weit, dass die Skills, die eigentlich auch benötigt werden, jetzt schon angeboten werden. Das heißt, Tech Labs hat sich genau das zur Aufgabe gemacht, das jetzt zu tun, weil es jetzt auch schon notwendig ist und nicht erst, bis alle Lehrpläne dafür entwickelt sind. Wie machen wir das eigentlich? Es gibt ganz, 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 ganz viel Content online, ob es auf YouTube ist, ob es irgendwo anders ist. Also es gibt super viel. Die Frage ist nur, was brauche ich davon eigentlich? Was wir bei Tech Labs gemacht haben, ist, wir haben genau das kuratiert. Wir haben verschiedene Lernpfade, verschiedene Learning Tracks, wie das bei uns heißt. Das ist, kann man sich so ein bisschen wie unterschiedliche Fächer vorstellen, in denen wir eben verschiedene Skills dann lehren, beziehungsweise das eigentliche Lernen passiert zu Hause, online, indem wir eben gesagt haben, bitte erst das angucken, dann das durchlesen und dann kommt man schon ganz gut weiter. Das verbinden wir aber auch eben mit unterschiedlichen Lerninhalten. Wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe selber am Anfang so ein bisschen versucht, mich rumzuklicken, das ist sehr mühsam. Da schon mal eine Ahnung zu haben, was ist eigentlich gut und was ist wichtig, hilft sehr doll. Trotzdem werden von den Online-Kursen, gibt es eine ganz schöne Statistik, 87% abgebrochen. Und ich glaube, die Motivation, dass jemand einen Online-Kurs startet, zeigt ja auch, dass die Bildung eben gewollt ist, dass man es abbricht. Was ist da eigentlich der Grund? Und was wir dann bei Tech Labs eben versuchen, ist, das mit einem Community-Gedanken, also man lernt andere Leute kennen, die ähnliche Probleme haben, zu vertiefen. Und gleichzeitig haben wir immer noch eine Projektarbeit dabei. Also ich glaube, wenn es in den Bereich Programmieren geht, ist diese Hands-on-Experience und die Projekte und was kann ich eigentlich genau damit machen und auch die Erfolgserlebnisse unfassbar wichtig. Und indem wir eben diese drei Komponenten, also Online-Learning, Community und Projektarbeit verbinden, haben wir einen neuen Ansatz, um eigentlich diese Skills zu vermitteln. Super spannend. Wer ist eure Zielgruppe und wie wählt ihr die Teilnehmenden bei euch aus?
Zielgruppe ganz, ganz breit gefächert. Wir sagen da immer Zugang zu digitalen Skills oder alle sollen daran teilhaben. Alle heißt eben wirklich alle. Trotzdem zeigt sich, dass wir schon oder dass sehr, sehr viele junge Leute, insbesondere Studenten, bei uns in dem Programm dabei sein möchten. Gleichzeitig aber auch Young Professionals, die gerade im Jobeinstieg sind und merken, okay, ich brauche das doch mehr, als ich vorher dachte. Wir hatten aber beispielsweise auch einen 62-jährigen ehemaligen Piloten dabei, der sich dachte, auch ich möchte jetzt auch noch mal was anderes machen. Und auch da, wie wählen wir aus? Rein nach Motivation. Also wir haben ein Bewerbungsformular, in dem dann anonymisiert danach geguckt wird und für jede Frage, die beantwortet wurde, werden Punkte vergeben und am Ende, wer die meisten Punkte hat, der kommt rein. Klingt auf jeden Fall super spannend. Also könnte ich mir jetzt auch tatsächlich so richtig gut nochmal vorstellen, wäre jetzt bei mir eher so ein bisschen der Zeitgedanke, der etwas schwierig ist. Warum denkst du, ist ein leichter Zugang zu IT-Skills so wichtig? Haben wir genug faule Leute in Deutschland, denen das weiterhelfen könnte? Ganz, ganz gewiss, das glaube ich schon. Also ich glaube, die großen Probleme, die es gerade in der Welt gibt, die kann man nur durch Technologie lösen. Und wenn wir sagen, wenn man das als Annahme mal in den Raum stellt und sagt, okay, so wollen wir das tun, dann ist es eben auch wichtig, dass man sehr viele Leute dabei hat, die eben Zugang zu dieser Technologie haben. Weil sonst ist es eben der Fall, dass wir, also wie will man demokratische Entscheidungen treffen, wenn ein großer Teil der Bevölkerung gar keine Ahnung hat, was da eigentlich vor sich geht. Und das ist eben genau das, was wir tun wollen. Also das ist der eine ganz zentrale Punkt. Technologie wird super wichtig und alle sollen wissen, was da eigentlich funktioniert, wie das eigentlich funktioniert, was man da eigentlich machen kann. Und zum anderen, ganz einfach gedacht, je mehr Leute wir haben, die sich mit der Technologie auskennen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass da auch irgendwas Tolles am Ende bei rauskommt. Und ich glaube, das sind die zwei ganz wichtigen Faktoren, warum jeder Zugang dazu haben sollte. Also im Sinne von kein Alkohol ist auch keine Lösung. Also ohne Programmierfähigkeiten. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das da irgendwann ein bisschen dünn wird. Was sind denn für dich die Fähigkeiten des 21. Jahrhunderts? Neben den Tech-Skills, die unglaublich wichtig sind, aber was brauchst du mehr? Ich glaube, ich würde es an der Stelle, also ja klar, Hard Skills sind jetzt gerade wichtig, aber ich glaube, was es im 21. Jahrhundert, was sich gezeigt hat, ist einfach eine extrem starke Disruption. Und man kann jetzt natürlich sagen, bestimmte Hard Skills sind jetzt gerade wichtig, aber was ist in 10 Jahren wichtig? Keine Ahnung. Und ich glaube, was deswegen extrem wichtig sind immer diese so schön genannten Soft Skills. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist eine Neugier. Mit einer gesunden Neugier komme ich dazu, dass ich mir neue Dinge angucke und eben die dann relevanten Hard Skills auch schnellstmöglich lernen kann. Gleichzeitig finde ich aber auch, Soft Skills sind ja Kommunikationsfähigkeiten. Also wie gehe ich eigentlich mit anderen um? Empathie ist da ein ganz wichtiger Faktor. Was denken andere? Wie kann ich mich in andere hineinversetzen? Was braucht es gerade eigentlich auch von mir persönlich, um bestmöglich in einem, ob es jetzt ein Projekt ist, ob es ein bestimmtes Produkt ist, mich selber bestmöglich hier einzubringen? Ich glaube, dabei ist es immer wichtig, auch in diesem Team denken und handeln zu können. Und an der Stelle auch eine gesunde Portion Selbstreflexion. Was kann ich? Was kann ich auch noch nicht? Es ist ganz natürlich, dass man einfach in Zeiten, die sich immer wieder verändern, bestimmte Dinge noch nicht kann. Und da auch dann so ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, okay, wo kann ich mich noch gut weiterentwickeln? Und was braucht es gerade eigentlich von mir? Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Ich hatte neulich eine Studie vom ECO-Verband gelesen, dass 65% der heutigen Grundschulkinder in Jobs arbeiten werden, die wir heute noch gar nicht kennen. Also von daher, Neugierde und Kreativität würde ich auch viel höher einschätzen, als einfach mal Wissen einfüllen. Es geht ja immer darum, nur zu wissen, wer es weiß oder wo es steht. Hattest du mal eine Phase, wo du gesagt hast, hey, will ich überhaupt in den Bereich rein? Also Vorurteile, Zweifel, so als Techies sind bei Mädels natürlich noch weiter verbreitet als bei Jungs. Aber ist dir das auch mal selber begegnet? Ja, auf jeden Fall. Also ich komme selber aus einer, als Wirtschaftswissenschaftler, ich bin so der in den Tech-Bereich eigentlich, wie gesagt, reingestolpert und wollte das dann immer ganz gerne machen und ich habe schon die 87% Abbruchquote bei Online-Kursen erwähnt. Ich glaube, 85% davon war ich. Deswegen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist eben genau das Wichtige. Man muss sich immer wieder, also wenn man jetzt von Zweifeln spricht, einfach immer wieder sich überlegen, hey, warum nicht? Und mit der Neugier rangehen und einfach mal ausprobieren. Und du sagst immer so schön, einfach mal machen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Einfach mal machen.
Und Technologie oder Tech-Bereich wird auch oft so als, ich würde es gar nicht so als einen Bereich klassifizieren. Ich glaube, Technologie ist eher so ein bisschen der Hammer und es gibt ganz viele verschiedene Nägel in ganz vielen verschiedenen Formen. Und ob ich jetzt im Bereich Kunst was mit Technologie mache oder ob ich was im Bereich Wirtschaft mit Technologie mache oder wo auch immer. Ich glaube, Technologie oder Digitalisierung steht noch gerade recht weit am Anfang, auch wenn sich das für uns schon an manchen Stellen sehr weit vorne anfühlt. Und ja, deswegen einfach mal darauf losgehen und dann gucken, ist dieser Bereich was für mich? Weiß ich nicht, aber bestimmt irgendein anderer. Und deswegen, man braucht es überall. Und deswegen weniger dieser Zweifel, gehöre ich da rein, sondern eher, wie füge ich mich da ein? Und was kann ich eigentlich gut und was macht mir eigentlich Spaß? Welche Nägel will ich eigentlich? Also ist mit dem Hammer und Nagel in dem Bereich, das finde ich mega. Das werde ich in meinen aktiven Wortschatz übernehmen. Henrik, wie viele Mädels habt ihr denn eigentlich bei euch in den Kursen? Also bei den Bewerbungen und auch die, die es dann durchziehen. Wie ist bei euch die Mädelsquote? Das, also grundsätzlich im Durchschnitt sind wir da recht gut 50-50 aufgeteilt. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Es kommt immer so ein bisschen auf den Standort an. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal Aachen nimmt, wo traditionell sehr viele männliche Studenten sind, die beschweren sich immer so ein bisschen und sagen, ach Mensch, wir hätten gerne mehr Mädels dabei. Ich glaube, da muss man aber auch immer so ein bisschen die Base Rate im Auge behalten und wie groß ist da eigentlich, gerade bei der, wenn wir dann doch recht viele Studenten haben, auch die Möglichkeit. Wir haben aber auch andere, wo wir zum Beispiel 70% Frauenquote dabei haben, wo einfach, was einfach zeigt, es ist sehr relevant. Und du hast gerade auch schon mal von Role Models gesprochen. Ich glaube, es ist einfach leider noch der Fall, dass wir eine Überrepräsentation von Männern in dem Bereich haben. Und deswegen vielleicht auch viele Frauen und Mädchen sich das noch nicht so richtig zutrauen. Gehöre ich da eigentlich rein? Und ich finde, was wir bei TechLabs immer vermitteln, ist, es braucht keine Vorkenntnisse, um bei uns dabei zu sein. Und dann zu sehen, okay, dann sind es am Ende 50-50 und die sind genauso angezogen. Also was ist der Unterschied zwischen Jungs und Mädchen beim Programmieren? Es gibt einfach keinen. Die einzige ist eben, dass es jetzt gerade mehr Männer in dem Bereich gibt und deswegen vielleicht sich Jungs, Männer eher denken, okay, ich kann das auch. Und dann Frauen zu zeigen, hey, ihr könnt das auch, ihr braucht kein Vorwissen, aber kommt dazu und dann ist es 50-50, zeigt einfach, dass man das lösen kann. Wie siehst du in dem Kontext auch die Rolle von Netzwerken? Also wir hätten uns ja ohne die Tech-Conference auch nicht direkt kennengelernt, also vielleicht irgendwann, aber das wäre auch ein richtig, richtig tolles Vernetzungsevent für viele Initiativen, die in dem Bereich so ein bisschen die Welt retten wollen. Was ist auch für euch als Tech-Camps, wie bewertest du die Rolle von Netzwerken? Was bringt euch das? Wie könnt ihr dadurch mehr erreichen? Ja, super wichtig. Also als ganz klare Antwort, ohne Netzwerk wären wir nicht ansatzweise da, wo wir gerade sind. Ich glaube, wenn man jetzt auch zum Beispiel von unserer Expansion spricht, man lernt immer Leute kennen und ich glaube auch, wenn man sich in einem Netzwerk bewegt von motivierten Leuten, die, wie du gerade so schön gesagt hast, alle auf ihre Art und Weise die Welt retten wollen, dann findet man in diesem Bereich auch garantiert Leute, die einem sehr doll weiterhelfen können. Und ich glaube, dass gerade das Schöne auch im Bereich der IT ist, dass dieses Netzwerken nicht, wie es vielleicht bei manchen ankommt, ich muss den und den kennen, damit ich über Vitamin B bessere Chancen habe, sondern dass die Leute wirklich bereit sind, einem aktiv zu helfen, weil sie an die Sache glauben, gerade im Bereich der digitalen Bildung. Da werden einfach super viele Türen geöffnet, weil alle merken, wir müssen da jetzt was tun. Und ich glaube, deswegen ist es extrem wichtig. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, ein gutes Netzwerk ist, um seine Ziele zu erreichen, ganz gut, aber auch, um sich selber nochmal anders zu motivieren. Also ich weiß das oder ich habe es bei mir selber gemerkt, wie gesagt, TechLabs ist rein auf freiwilliger Basis entstanden und auch immer noch der Fall. Und jeden Tag zu sehen, wie viele Menschen sich da reinhauen und wirklich ohne monetäre Gegenleistung, also ich glaube, es bringt trotzdem sehr viel, sich da aber so stark engagieren, zeigt mir einfach, wie wichtig das ist, wie viel man erreichen kann. Und erinnert einen auch immer wieder im eigenen Leben, dass wie viel eigentlich möglich ist. Und das finde ich auch persönlich in diesem Netzwerkgedanken sehr schön. Ich habe mal gehört, dass die IT-Community oft als Most Giving Community bezeichnet wird, was ich auch total spannend finde. Wir hatten auch mal einen Inspirer bei uns, der sagt, naja, er hatte zufällig jemanden kennengelernt, der war so vierte, fünfte Klasse und der sagte dann, stell dir mal vor, Mozart hätte erst mit 30 ein Klavier in der Hand gehabt. Da wusste ich, dass er nicht Klavier spielt. Wie willst du ein Klavier in der Hand haben? Aber allein diesen Ansatz, was hätte die Welt verpasst sozusagen? Und das, glaube ich, mitzuspielen, auch zu sehen, so die Eigenmotivation, die du auch gerade schilderst,
was habe ich eigentlich davon gehabt sozusagen und was kann ich weitergeben, was bringt mir das? Das finde ich auch einen total spannenden Ansatz. Du bist jetzt ja aus den Tech Labs Hamburg hier oben. Wie viele Studenten sozusagen oder Teilnehmende in den Kursen habt ihr jetzt gerade? Also ich persönlich bin auch nicht nur in Hamburg. Also in Hamburg ist, dadurch, dass ich gerade in Hamburg wohne, bin ich immer ganz froh, dass ich da immer dabei sein darf. Wir haben noch den Dachverband darüber, der eben so ein bisschen versucht, wie zum Beispiel das Curriculum, was ich schon sagte, dass wir so ein paar Sachen zentralisiert haben. Das hilft einfach bei der Skalierung ungemein. Wir haben jetzt in Hamburg persönlich, also in Hamburg per se, 100 Techies, nennen wir es immer. Unsere Teilnehmer sind direkt unsere Techies, weil das werden sie. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie viele Mentoren wir auch haben. Also wir stellen dabei neben den Online-Kursen auch immer erfahrene Mentoren mit dabei. Die Julia beispielsweise, die auch schon hier im Podcast war, ist auch als Mentorin dabei. Genau, also das ist immer so ein bisschen der Faktor, wie viele Leute können wir eigentlich aufnehmen. Wir haben insgesamt, wenn man das jetzt mal gerade in Europa über unsere 14 Standorte anguckt, bilden wir gerade pro Semester, also jedes halbe Jahr, ungefähr 1000 Leute in den verschiedenen Bereichen aus. Mega. Und wir sehen mit der Hackerschool zu, dass wir ganz viele junge Menschen kriegen, die dann bei euch weiter ihre Kurse machen, die Sachen lernen und die einfach dann gemeinsam ein bisschen die Welt retten wollen. Henrik, vielen, vielen Dank für seine Zeit. Ich kann sagen, ich habe auf jeden Fall jetzt richtig Lust, mich anzumelden. Ich werde es dieses Jahr nicht machen, weil es so viel auf dem Zettel ist. Aber ich werde mir es auf jeden Fall auch nochmal direkt angucken. Und ja, ich hoffe, es hören sich viele Menschen an und wer dann auch Interesse hat, auch sich damit näher zu beschäftigen, dann machen wir einen Link nochmal dazu, dass die euch auch noch besser kennenlernen können. Und ich freue mich einfach drauf, was wir alles zusammen auf die Beine stellen können. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir machen was draus. Ich freue mich auch wahnsinnig. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Vielen Dank für die Zeit. Na, haben wir eure Neugier geweckt? Dann erzählt von uns. Schickt Kindern unsere Kurse. Guckt auf unserer Website vorbei. Wir haben immer spannende Angebote. Der Link ist in den Shownotes. Wir freuen uns riesig, wenn wir mit euch die Welt etwas verbessern können. Das war ein Interview von der Hackerschool. Bis zum nächsten Mal. Eure Julia.